betreiben das Jahr Raute, Jahr Raute. Eine Gruppe von... Soll ich das jetzt vorlesen? Soll ich das so vorlesen? Ja. Okay. Wir schreiben das Jahr Raute, Jahr Raute. Eine Gruppe von Raute, Hauptfiguren 1 Raute und Raute, Hauptfiguren 2 Raute trifft sich Raute, Ortsbestimmung Raute. Sie stehen vor einer großen Herausforderung, denn Raute, Problem, Raute. Nehmt ihr jetzt an euren Audiogeräten alles auf oder nur eure Parts? Naja, ich kann ja nur das, also ich habe ja über Kopfhörer, das heißt, ich nehme nur das, was ich spreche, auf. Okay. Genau. Ja, bei mir genauso. Ich glaube, ich nehme jetzt alles auf, was im Computer-Audio ankommt. Okay. Theoretisch. Aber mal schauen. Kommst du in dem Spreadsheet zurecht, weil das jetzt so ungefähr 20 Blätter hat? Warte, ich mach mal auf. Also, weil es gibt jetzt schon viele Sachen. Ja, aber ich glaube, eigentlich doch schon ganz, ganz ordentlich. Nice Punkt. Was ist Katharsis LOL überhaupt? Katharsis LOL ist ein Webtool, mit dem man zusammen Texte verfassen kann. Wir haben dabei vor allem an Theatertexte gedacht, aber man kann damit ganz frei umgehen und damit auch andere Sachen produzieren. Wir möchten irgendwie überlegen, wie man gemeinsam mit einem Bot neue Geschichten schreiben kann, die nicht unbedingt Geschichten sind, die so passieren müssen oder passiert sind, sondern auch Zukunftsvisionen, die irgendwie eine Art von Verschränkung von verschiedenen Aspekten beinhaltet, also wo ökologische Perspektiven irgendwie berücksichtigt werden, genauso wie technologische, und das irgendwie so als Hand in Hand geht. Und man einfach so überlegt, wie kann denn so ein gemeinsames Leben aussehen mit anderen Lebewesen, mit anderen Technologien, aber auch unter Menschen. Und das heißt, wie gehen wir denn jetzt damit am besten weiter vor? Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass wir schon auch der Meinung sind, dass in dieser Interaktion total viel steckt. Also eine Interaktion mit einer Maschine sozusagen oder mit etwas, was erstmal keinen Körper hat. Wir haben in vorherigen Projekten schon mit einem Bot gearbeitet. Das sah immer unterschiedlich aus. Also das eine war eine Performance, in der ein Bot integriert war, mit dem die Personen via Telegram durch den Raum geführt wurden und verschiedene Anleitungen bekommen haben, auch miteinander zu interagieren oder mit dem Bot zu interagieren. Und dann haben wir eben uns dieses Projekt rausgesucht, was in erster Linie ein Rechercheprojekt ist, wo wir eben die Potenziale von diesem Chatbot ergründen und weiterentwickeln wollten. Und dazu haben wir uns Lisa mit ins Boot geholt, die uns als Kreativtechnologin vor allem technisch unterstützt. Lisa, du bist ja Mitglied beim feministischen Hackspace Heart of Code in Berlin, in deren Räumen wir dankbarerweise auch 2 Wochen arbeiten durften. Danke nochmal dafür. Und du bezeichnest dich selbst als Kreativtechnologin. Könntest du nochmal erklären, was man da genau macht? Kreativtechnologin oder Kreativtechnologe ist erstmal eine deutsche Übersetzung von Creative Technologist, ist eine relativ neue Berufsbezeichnung, die so ein bisschen versucht zusammenzufassen, was nicht so in andere Schubladen der traditionellen Softwareentwicklung passt. Wie schon im Namen steckt, geht es halt darum, kreativ mit Technologie zu sein.
wie können wir Technologie, wie sie uns heute zur Verfügung steht, kreativ nutzen, eben für zum Beispiel Theater. Für Katharsis LOL habe ich angefangen, zuerst einen Prototyp aufzusetzen, der eine Grundstruktur, ein Chat ist. Leute können sich gleichzeitig Texte hin und her schreiben. Man hat ein Frontend, das ein klassisches Chat-Interface ist. Es ist also von einem ganz einfachen Zwei-Komponenten-System immer weiter modular gewachsen. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir nach Testläufen Dinge relativ kurzfristig verändern können, um Stück für Stück in eine Richtung gehen zu können, die der Idee oder der Vorstellung entspricht, von was Katharsis LOL mal sein wird oder sein soll. Wenn du auf die Homepage von Katharsis LOL gehst, dann siehst du zwei Buttons. Das eine ist der große Saal, das andere ist der Bühneneingang. Wenn du nur ganz entspannt dich zurücklehnen und der Entstehung des Textes zuschauen möchtest, dann klickst du auf großen Saal und kommst dann in unseren Zuschauerraum. Wenn du aber aktiv an unserem Stück oder Text mitschreiben möchtest, klickst du einmal auf Bühneneingang und landest an der Pforte. Hier kannst du dir einmal einen Usernamen ausdenken, das wird dann gleich der Name deiner Bühnenfigur sein. Und außerdem gibst du einmal den Ticketcode ein, den du von uns vorher erhalten hast, im Idealfall, als du dich angemeldet hast per Mail. Wenn du dann auf Eintreten geklickt hast, landest du bei uns im Katharsis LOL Interface. Auf der rechten Seite gibt es dann einmal das Backstage. Da kannst du dich jederzeit mit den anderen Schreibenden austauschen darüber, was gerade entsteht, in welche Richtung es gehen soll oder auch, was man sonst an Smalltalk gerade sozusagen hat. Der Bot wird dann von Zeit zu Zeit Leute auf die Bühne holen. Da kriegst du dann auch so eine kleine Meldung und darfst dann auf der Bühne schreiben. Das Großartige an dieser App ist ja, dass du nicht als die wirkliche Person, die du eigentlich bist, im Internet auftrittst. Du suchst dir einen Nickname aus und das gibt auch eine ganz, ganz große Freiheit, weil es ist irgendwie total egal, was für eine Geschlechtsidentität oder überhaupt Identität du hast. Du hast eben in dieser App die Möglichkeit, die Rolle zu füllen, die eventuell auch zu queeren und irgendwie verschiedene Konzepte von Gender damit einfließen zu lassen. Und dann gibt es zusammen mit dem Bot generiert vielleicht nochmal eine Rollenbeschreibung oder eine Haltung. Und das gibt natürlich ein Grundgerüst, von dem aus Leute agieren können. Wir haben uns mit Roleplay beschäftigt, weil man da gemeinsam eine Geschichte erzählt und die entwickelt. Wir haben uns gleichzeitig aber auch im Bereich von Figurenkonstituierung mit Gaming auseinandergesetzt. Also wie werden in Videospielen Figuren gezeichnet und wie interagieren die miteinander? Das finde ich ganz interessant, weil wir eigentlich aus einer Schule kommen, die eher in Richtung Performance Art geht, wo man gar nicht mehr so sehr mit Rollen arbeitet, sondern vielmehr versucht, diese Rollen, Narrationsstrukturen aufzulösen, vielmehr auch von sich selber auszugehen. Und jetzt fangen wir aber an, dazu zu ermutigen, in Rollen zu spielen, Geschichten zu erzählen. Das ist jetzt alles ein bisschen tricky hier. Und dann kann ich dann schon mal hier so reinklatschen. Okay. Stück für Stück zusammen gucken zu können, was ist eben auch nicht nur aus unserer Perspektive als Theatermacherin spannend, sondern auch aus Lisas Perspektive, aus der Tech-Perspektive, war ein total wertvoller und guter Prozess. Ja, die Zusammenarbeit im Theaterkollektiv, das war für mich das erste Mal. Ich fand den Austausch über aktuellen Diskurs zu verschiedenen Dingen, sowohl auf der Ebene von Theater, was ist das eigentlich und was wollen wir verändern, aber halt auch gesellschaftliche Themen, also der Themenkomplex und in dem, was man doch irgendwie unterbringen muss, sehr spannend. Die technische Arbeit, die ich normalerweise komme, ist standardmäßig sehr fokussiert, weil normalerweise will man eine Sache lösen oder man will eine Sache haben, die getan werden soll und dann baut man genau das. Ich glaube, diese Schnittstelle gerade zwischen Theater und Technologie ist dadurch so sehr menschengemacht, aber auch unmenschlich auf so eine gewisse Art und Weise. Das ist sehr, sehr spannend in der Zusammenarbeit.
Es ist ganz unglaublich viel online passiert, sowohl auf Zoom als auch über Messenger-Apps. Herausfordernd fand ich, auf dem Schirm zu haben, dass die soziale Komponente nicht zu kurz kommt. Weil wenn man zusammen an einem Ort ist und arbeitet, dann passiert ja ganz viel auch zwischendurch, ne? In der Mittagspause, auf dem Hinweg, auf dem Nachhauseweg. Also ich glaube, es braucht einfach nochmal so ein bisschen ein anderes Format, um so ein bisschen nochmal Kreativität zu wecken. Ja, ja. Machen wir jetzt einen Chai Tee, Leute. Ich fand es sehr, sehr schön, dass wir überhaupt die Möglichkeit hatten, an einem Ort zu arbeiten. Da kommt dann natürlich noch die Herausforderung dazu, dass man sich immer irgendwie relativ warm anziehen muss, dass man diszipliniert sein muss bei Dingen wie Lüften und Mund-Nasen-Bedeckung tragen so. Ich glaube, dass auf lange Sicht das letzte Jahr für viele Theatermacherinnen, Kunstmacherinnen sehr viele Anstöße gegeben hat und Ideen gegeben hat, zu wie Post-Corona aussehen könnte. Wirklich spannend wird, wenn die unterschiedlichsten Leute damit arbeiten und es benutzen für ihre Zwecke. Das interessiert mich eigentlich am meisten, was da noch passieren kann und entstehen kann. Dieser Umzug ins Digitale für die Kunstprojekte funktioniert halt total gut, gerade auch, weil wir sowieso ja immer mit Digitalisierung gedacht haben und wir dadurch jetzt auch quasi Tools entwickeln können, die wir ja auch weiter nutzen können. Insofern ist es eigentlich ein Grundstein für etwas, was ja in ganz viele Richtungen gehen kann, theoretisch. Es gab ja schon total viel Kunst im Web und es passiert ja oft in Wellen und ich hoffe, dass diese Welle jetzt nicht so komplett wieder abflaut. So vielleicht?